Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße Sie und euch ganz herzlich. Liebe Freundinnen und Freunde, die politischen Grundpfeiler des islamistischen Regimes im Iran sind systematische Menschenrechtsverletzungen und der expansionistische Terror nach außen. Diese werden gleichzeitig und untrennbar mit der Hasspolitik auf den Westen und dem Antisemitismus und gegen Israel sowie mit dem Bau der Atombombe vorangetrieben. Damit sind auch die Verschlechterung der Situation der Frauen, der religiösen, ethnischen und homosexuellen Minderheiten sowie schließlich der Vernichtung von Umweltressourcen Irans vorprogrammiert. Die gesamte Lage ist bereits jetzt katastrophal und kaum kontrollierbar. Alle 8 Stunden wird ein Systemgegner öffentlich aufgehängt. Jede Stunde wird im Iran durch das Regime 80 Menschen entführt, gefoltert und vergewaltigt. Mehr möchte ich nicht ausführen. Die Konsequenzen dieser jahrzehntelangen Politik waren: Vor 2 Jahren entstand eine einmalige Protestbewegung, die Millionen Iraner erfasste und die in ihrer Courage und Hoffnung für Freiheit und Entwicklung sehr ähnlich denen war, die derzeit im arabischen Frühling im Mittleren Osten zu beobachten sind. Während der iranischen Freiheitsbewegung haben die USA, Europa und Deutschland das menschenverachtende Mullah-System nicht losgelassen, an eine Demokratisierung des Irans nicht geglaubt und sich nur mit dem grün gelabelten islamistischen Oppositionsführer innerhalb des Systems Mir Hossein Mousavi zufrieden gegeben. Daraufhin wurden die friedlichen Proteste der iranischen Bevölkerung durch das System brutal niedergeschlagen und fast zum Stillschweigen gebracht. Liebe Freundinnen und Freunde, seit Aufkommen der landesweiten Massenproteste nach der Präsidentschaftswahlphase vom Juni 2009 rufen die Demonstranten im Iran laut und vernehmlich: Wir wollen Freiheit, keinen Al-Qustak und nicht Gaza, nicht Libanon, mein Leben für den Iran. Diese Parolen zeigen, dass die Freiheitsbewegung im Iran eindeutig gegen die antisemitische und anti-israelische Politik des Systems sind. Und vor allem, liebe Frau Süßkind, wo sind Sie? Und vor allem die Mehrheit der iranischen Bevölkerung fest an der Seite der israelischen Menschen und ihrem Land steht. Die Green Party of Iran solidarisiert sich mit euren Protesten gegen den Aufruf zum Al-Qustak Khomeinis, der seit mehr als 30 Jahren auch durch seine Nachfolger Ali Khamenei und Ahmadinejad die Vernichtung Israel verfolgt und propagiert. In diesem Sinne, Sie werden das sehen, tritt heute auch durch terroristischen Botschaft der iranischen Mullahs in Berlin organisiert eine Allianz der Vertreter islamistischer Gruppierungen an die Öffentlichkeit. Es handelt sich hierbei um Sympathisanten der terroristischen Organisation Hamas und Hezbollah, Rechtsradikalen und diversen antisemitischen Linken, die im Namen der Unterstützung der Palästinenser und der angeblichen humanitären Hilfe für Gaza de facto die Interessen und die mit der Vernichtungsdrohung verbundene aggressiv eskalierende Politik der atomaren Mullahs gegen Israel repräsentieren. Wir verurteilen deshalb
den antisemitischen und kriegstreibenden Al-Quds-Marsch des Mullahs-Regimes und deren Unterstützer heute in Berlin und überall. Liebe Freundinnen und Freunde, die Mullahs begehen durch ihre antisemitische Politik, durch die Holocaust-Leugnung und den Aufruf zur Vernichtung Israels am Al-Quds-Tag Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Verantwortlichen Ali Khamenei und Ahmadinejad und die anderen im System müssen deshalb international eindeutig verurteilt und hart sanktioniert werden. Deutschland darf sich dem Holocaust-Leugner-Regime in Teheran nicht mehr beugen. Wir von Green Party auf Iran fordern wir deshalb die Bundesregierung eindringlich auf, der antisemitische Al-Quds-Marsch des Holocaust-Leugner-Regimes in Deutschland, der mit einer freien Meinungsäußerung nicht zu vereinbaren ist, muss in Deutschland dringend verboten werden. Dies gilt ebenso für die Aktivitäten der terroristischen Handlangerorganisation der Mullahs, Hamas und Hezbollah in der Bundesrepublik Deutschland, welche auch Hand in Hand mit den Mullahs Geheimdiensten bisher zahlreiche Oppositionelle in Europa, in Deutschland und auch hier in Berlin, in Mykonos, terrorisiert und umgebracht haben. Meine Damen und Herren, der Frühlingswind der Freiheit und Demokratie weht derzeit über die Länder des Mittleren Osten. Durch mutige Aufstände der Bevölkerung sind bereits die Diktatoren Ben Ali, Mubarak und Gaddafi in Libyen gestürzt. Dies wird sicher früher oder später mit Bashar Assad in Syrien und in weiteren Ländern der Region passieren. Wir sind aber fest davon überzeugt, wenn die europäische und insbesondere die deutsche Appeasement-Politik weiter betrieben wird, kann das Mullahs-Regime, wenn es weiterhin die Kraft hat, die Freiheitsbewegung zu unterdrücken, mit der Unterstützung und Mobilisierung der potenziellen islamistischen Kräfte sich zu einer atomaren Großmacht in der Region entwickeln, die ideologisch und politisch darauf festgelegt ist, Israel zu vernichten. Dies muss, bevor es zu spät wird, verhindert werden. Deshalb, ich bitte Sie auch, das Stop the Bomb-Kampagne aktiv zu unterstützen. Liebe Freundinnen und Freunde, aus Zeitgründen muss ich verkürzen. Die französische Zeitung Le Figaro nannte vor kurzem Syrien den Schlüssel zum arabischen Frühling. Zitat: Ein Sturz des Regimes in Syrien kann auch das Regime im Iran zum Sturz bringen. Damit ist klar, warum derzeit die iranische Revolutionsgarden und die Al-Quds-Brigade an der Niederschlagung der Aufstände in Syrien direkt und so massiv beteiligt sind. Das iranische Regime hat vor kurzem in Fast News und Irna angekündigt, dass etwa 6 Milliarden US-Dollar Hilfe für auch 300.000 Barrel kostenloses Öl für Assad-Regime gewährt hat. Darüber hinaus wurde vor 2 Wochen wieder in der Türkei eine Waffenlieferung der Mullahs für Bashar Assad beschlagnahmt. Ja, es regnet und ich verkürze mich. Liebe Freundinnen und Freunde, weitere Aspekte werden sicherlich nachher auch unsere Freundinnen und Freunde darüber sprechen. Auf jeden Fall, das iranische Regime muss gestürzt werden, dafür. Ich möchte auch die Sprache aller iranischen Oppositionellen hier, die für Freiheit Irans kämpfen, sein und deshalb.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen jederzeit solidarisch und gemeinsam unentwegt dafür kämpfen, die Fortsetzung der deutschen und europäischen Unterstützung der Mullahs und der Revolutionsgarden ein für alle Mal zu stoppen. Die Verschärfung der Sanktionen im Bereich der Öl- und Gasgeschäfte ist daher wichtig und unabdingbar, um das sich atomar bewaffnende Regime am Zugang zu den Mitteln zu hindern, mit denen es seine Unterdrückungs-, Terror- und aktuelle Expansionspolitik im Nahosten finanziert. Diese Maßnahmen werden eine starke motivierende Botschaft an die iranischen Menschen senden, dass Änderungen am Horizont stehen, dass sie sehen, Änderungen am Horizont stehen. Damit können weitere Aufstände gegen den Mullahs inspiriert werden, um einen friedlichen, demokratischen und säkularen Wandel des Systems im Iran herbeizuführen. Mit anderen Worten sage ich auch jetzt, der arabische Frühling hat seinen Sommer im Iran. In diesem Sinne ist eure Solidarität mit Freiheitsbewegung im Iran sehr wichtig und wertvoll. Hierfür möchte ich mich im Namen aller iranischen Systemgegner und Opposition bei euch ganz herzlich bedanken. Mag bei Jumhuri Islami und weg mit dem Alkoholstag. Mag bei Jumhuri Islami und weg mit dem Alkoholstag.